Auch habe ich gesagt. Das Spiel ist aus. Es geht um Mädchenhandel und Mord. Von den schönsten toten Gesichtern mache ich manchmal einen Abguss für mich persönlich. Nur eins von diesen Gesichtern lebt noch. Schade um sie, meinst du? Finde ich auch. Ist das hier eigentlich fest genug? Ronny! Inspektor Potter wurde ermordet. Was? Inspektor Potter wurde ermordet. Ja. Hier. Der unheimliche Mönch. Ein Film nach einem Originalroman von Edgar Wallace. Euer Mann hat Lola mit Gwendolin verwechselt. Was? Unser Mann? Ja, euer Mann. Wieso? Hast du einen Killer bestellt? In einem vornehmen englischen Mädcheninternat in der Nähe von London geschehen entsetzliche Dinge. Ich habe Angst. Ich habe solche Angst. Ich bin der Pedell des Internats. Mein Name ist Miss, wenn ich mir erlauben darf, dies zu erwähnen. Sie kommen mit. Ich bin unschuldig. Warum zittern Sie dann? Ganz England zittert vor dem Unbekannten. Der unheimliche Mönch hält Scotland Yard in Atem. Die erste Frage, die sich stellt, ist natürlich, was bezweckte der große Unbekannte mit dem Überfall auf Sie? Vielleicht ist eine Erbschaft der Grund. Hier ist eine Generalvollmacht, in der du mich als deinen Anwalt beauftragst, über das Erbe zu verfügen. Da es kein Testament gibt, wirst du warten. Hast du denn keine Angst vor dem Mönch? Vielleicht bin ich der Mönch. Der Mönch, der Mönch. Wenn das ein Mönch ist, dann bin ich eine Nonne. Hat sie etwas zu verbergen? Man habe des Öfteren den Geist eines Mönchs im Park herumgehen sehen. Was war das? Der Erste am Tatort ist immer verdächtig. Aber das waren doch Sie. Stopp! Heute ohne Mönchskutte? Du hältst mich für den Mönch? Du, nimm dich in Acht. Beim ersten Morgengrauen, Alarmstufe 1 für einen Hubschrauber mit Beobachter. Ohne Polizeikennzeichen. Wer sich dem Unheimlichen in den Weg stellt, ist schon ein toter Mann. Das ist unerhört, dass sich solche Dinge vor den Augen der Polizei abspielen können. Mit modernen und konventionellen Mitteln kämpft Scotland Yard gegen die Unterwelt. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Der Boss kommt. Niemand kennt sein Gesicht. Nach der Beschreibung der Mädchen könnte jeder der Mönch sein. Auch sie. Der unheimliche Mönch hütet sein tödliches Geheimnis. Schweigen Sie gegen jedermann. Aber Sie, meine Damen und Herren, erfahren die sensationelle Lösung. Ich würde sagen, hier. In diesem Theater.